So, da wären wir auch wieder und es ist mittlerweile 2.17 Uhr, früh. Herr Kreutzer sorgt heute Abend bei der Ausstellungseröffnung für die musikalische Untermalung. Ob noch etwas anderes auf seiner Agenda steht? Ich bezweifle, dass überhaupt was auf seiner Agenda steht. Aber naja, wir quatschen mal mit ihm. Wie ist die Akustik, Herr Kreutzer? Mäßig. Wie bei einer großen Steinhalle nicht anders zu erwarten. Na, natürlich. Mordverdacht. Wie fühlt es sich an, unter Mordverdacht gestanden und gerade noch davongekommen zu sein? Die Sache hätte für Sie böse enden können. Sie hatten kein Alibi, es war Ihre Waffe. Ich muss zugeben, ich kann mir Angenehmeres vorstellen, als von Inspektor Legrand an die Mangel genommen zu werden. Ihre Schnüffelei hat sich diesmal tatsächlich für mich ausgezahlt. Hatten Sie mich nie im Verdacht? Für den Mord? Nein, ich halte Sie für zu intelligent, um jemanden mit der eigenen Waffe zu erschießen und sich für die Tatzeit kein Alibi zu besorgen. Ja, das würde wirklich keinen Sinn machen. Es scheinen gleich mehrere Schiffspassagiere heute Morgen hier zu sein. Fast alle. Ich habe mich kurz mit dem Butler der Baronin unterhalten, unter uns. Es scheint ganz froh zu sein, die alte Fregatten los zu sein. Herr Kreutzer! Die kleine Miss Myers war auch da. Leider scheint sie schon wieder verschwunden zu sein. Vergessen Sie's, sie ist verlobt. Und natürlich ist die alte Hex mit der Pflegerin und ihrem Geschraub auch da. Was haben Sie eigentlich gegen Lady Westmacott? Die Lady ist gefühlloser als die Königin der Nacht. Ihren eigenen Sohn hat sie verjagt. Eiskalt abgesägt. Ich kannte ihn flüchtig, ist nach Amerika geflohen, weil er es mit ihr nicht mehr ausgehalten hat. Hat sich einer der Gäste verdächtig benommen? Hat sich jemand besonders für die Schatzkammer oder für das Sicherheitssystem interessiert? Keine Ahnung. Ich prüfe die Akustik, dann bin ich weg und komme erst zur Gala heute Abend wieder. Mich interessieren Ihre Detektivspielchen nur bedingt. Natürlich Zeitungsberichte. Die Zeitungen heute Morgen sind voll mit Berichten über die Geschehnisse an Bord. Ist mir auch schon aufgefallen. Jemand muss noch vom Schiff aus die Presse informiert haben. Vermutlich hat er für die Geschichte eine hübsche Stange Geld bekommen. Und schon wieder will man mir was anhängen. Aber nein, Herr Wachtmeister, ich war es nicht. Hab nicht einmal dran gedacht. Und wer immer es getan hat, war ein Stümper. Wieso? Die Geschichte ist in allen Zeitungen. Man bekommt mehr Geld, wenn man die dreckige Wäsche der Leute exklusiv an eine Zeitung verkauft. Was glauben Sie, wer es war? Der Junge? Der blinde Passagier? Der Kapitän hat auf eine Anzeige verzichtet und hat ihn heute Morgen laufen lassen. Aber bis dahin saß er die ganze Zeit in der Zelle. Na dann vielleicht Miss Myers. Mitunter will sie Schauspielerin werden und braucht ein bisschen Publicity. Wer auch immer es war, er wollte die Geschichte verbreitet wissen. Und es ging ihm dabei nicht ums Geld. Nur, worum geht es dann? Nun gut, ich freue mich auf das Konzert. Es dürfte ein unvergesslicher Abend werden. Oh Mann, mit dieser Aussage schießt er sich garantiert selbst wieder ins Aus. Betrachte Zeitung. Ich kann nicht lesen, was da steht, aber das Titelblatt zeigt ein vorteilhaftes Bild von Legrand. Es zeigt einen energischen jungen Mann von unten gegen den Himmel aufgenommen. So sieht jemand aus, der einen Dieb und Mörder innerhalb nur eines Tages entlarven kann. Ein Schundblatt. Ich glaube nicht, dass Legrand selber mit der Presse gesprochen hat. Er scheint den Rummel nicht zu mögen und würde sich nicht mit fremden Federn schmücken. Nee, glaube ich auch nicht. Betrachte die Vitrine. Altägyptischer Schmuck. Der goldene Siegelring dort mit dem Skarabäus aus Jaspis gefällt mir am besten. In der altägyptischen Kultur wurden diese Käfer als Symbol der Fruchtbarkeit verehrt. Heute werden sie naserümpfend als Mistkäfer abgetan. Den Käfern kann's egal sein. Ja. Gut ausgebildete Wachen sind normalerweise das beste Sicherheitssystem. Allerdings konnten sie in London gegen den Raben nichts ausrichten. Heute Abend bei der Gala wird es sicherlich von Wachleuten wimmeln. Gut möglich, dass auch die örtliche Polizei einige Beamte abstellt. Das dürfte die Schatzkammer sein, in der das Auge des Sphinx ausgestellt werden soll. Die Vitrine steht schon bereit. Kann man hingehen? No, Sir. Ich gehöre zur Schweizer Polizei und will die Sicherheitsvorkehrungen prüfen. Niemand darf die Schatzkammer betreten, bis die Lieferung eingetroffen ist. Tja.
Gehen wir erstmal zum Vorbrechen und gucken uns dann die Hauptkammer an. Ja, Haupthalle. Hauptkammer, ja. 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 Ach so, einen Hund müssen wir auch noch finden, eventuell. Gibt es garantiert wieder ein Achievement dafür. Ach, die Mascot ist hier. Westmascot. Gucken wir uns mal die Schaukästen an. Aha. Hier wird gezeigt, wie die alten Ägypter die schweren Steinblöcke bewegen konnten, mit denen sie die Pyramiden und die Tempel gebaut haben. Sie benutzten Seile, Holzschlitten und Stangen als Hebel. Ui. Diese Ausstellungsstücke sind natürlich keine Originale. Sie wurden anhand alter Bilder rekonstruiert. Nichtsdestotrotz beeindruckend, wie mit so primitiven Hilfsmitteln Monumente wie die Pyramiden gebaut werden konnten. Ja, kann man mal sehen. Einfallsreich. Betrachte Dolche. Ui, Waffen. Mehrere Dolche in einer Reihe. Alle wirken einerseits alt, andererseits auch wieder nicht. Die Formen und Muster sind zeitlos elegant. Was steht hier? Der Dolch links ist eine Replik des Dolches aus dem Grabe des Tutanchamun. Er muss zu dessen Lebzeiten unvorstellbar kostbar gewesen sein, weil er aus Eisen ist. Jahrtausende vor der Eisenzeit waren Meteoriten die einzige Quelle für reines Eisen. Da fällt also mit viel Brimborium ein Stern vom Himmel und bringt ein unbekanntes Material mit sich, das härter ist als alles, was man zu der Zeit kannte. Kein Wunder, dass daraus eine Waffe für den gottgleichen Pharao geschmiedet wurde. Tja. So, Lady Westmacott, was haben wir hier noch? Betrachte Statue, haben wir noch die Sage zum Angucken? Ne, die sind uninteressant, okay. Leichenschänden ist heute also nicht. Das ist Echnaton, der einzige Pharao, dessen Bildnis ich immer erkenne. Er hat einen sehr ungewöhnlichen Charakterkopf. Echnaton war der Gemahl der Nofretete und der Vater von Tutanchamun. Eine berühmte Familie. In die Geschichte eingegangen ist er jedoch als der Pharao, der den alten Götterkanon abschaffen und an seine Stelle einen einzigen Gott setzen wollte. Die Priester haben ihm das übel genommen und er kam unter ungeklärten Umständen ums Leben. Oh, das ist aber schade. Eine Figur von Imhotep, der in Frieden kommt, um 2700 vor Christus. Der erste namentlich bekannte Universalgelehrte. Vater der Medizin, Baumeister der ersten Pyramide und der Legende nach Erfinder der ägyptischen Schrift. Der hat in seinem Leben mehr erreicht als ich. Er war eine Legende. Die Griechen hielten ihn für einen Gott. Die alten Römer verehrten ihn noch 3000 Jahre nach seinem Tod. Noch bis in unsere Zeit opferten Gelehrte Imhotep einen Tropfen Tinte, wenn sie ein neues Werk begannen. Wirklich beeindruckend. Ja, das muss man auch mal sagen. Das ist wirklich beeindruckend, dass tote Leute manchmal so eine nicht in Vergessenheit geraten. Beeindruckend, nicht wahr? Tausende von Jahren alt und wunderschön. Das ist sie. Sie wurde vor über 50 Jahren bei Theben aus dem Sand gegraben. Ich war dabei. Tatsächlich? Ich lernte dort meinen Mann kennen. Er war Grabungsassistent und wurde vom Grabungsleiter abgestellt, um sich um diese Schriftstellerin zu kümmern. Ich habe in den Jahren danach viele Ausgrabungen finanziert. Hier in Ägypten, im Nahen Osten. Ich besuchte meinen Mann zusammen mit unserem Sohn. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Aber ein Museum ist wohl kaum der richtige Ort, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Was kann ich für Sie tun? Erfülltes Leben. Sie hatten wahrlich ein langes und erfolgreiches Leben, Lady Westmacott. Und was soll das bedeuten, Herr Zellner? Dass ich nun bereit bin zu gehen? Das bin ich nicht. Oh, ich wollte nicht. Ich bin hier, weil hier das Leben ist, Herr Wachtmeister. Oder war. Nie habe ich so sehr gelebt wie hier. Kein Ruhm, kein Geld kann das kaufen. Ich verstehe. Verzeihen Sie mir, Wachtmeister Zellner, einer Frau in meinem Alter, einer Engländerin, steht ein solcher Ausbruch wohl nicht zu. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Ihr Sohn. Ihr Sohn? Sie haben nicht viel über ihn erzählt.
Oder haben Sie das doch und nannten ihn nur nicht beim Namen? Sie sind ein sehr aufmerksamer Zuhörer, Herr Zähne. Ich habe mich gefragt, warum Sie so viel über Miss Millers unglückliche Ehe wussten. Ich hatte aufgehört, seine Rechnungen in den Kneipen zu begleichen. Hatte aufgehört, Reporter für ihr Schweigen zu bezahlen. Er hat sie kennengelernt und ging mit ihr nach Amerika, um ein neues Leben zu beginnen. Man kann seinen Namen ändern, aber nicht so leicht, wer man ist. Er hat meine Augen, nicht wahr? Der Partout-Roman ist für ihn, oder? Wenn ich Matt schon keinen anständigen Vater schenken konnte, dann wenigstens einen guten Start ins Leben. Aha. Als ich an Bord ermittelt habe, kam ich mir vor wie ein Detektiv aus einem ihrer Romane. Sie hatten Glück. Es war ein ungewöhnlicher Mord. Die meisten Morde geschehen im Affekt oder werden von Dummköpfen ausgeführt. Sie sind uninspiriert. Aber Gebhardt hat sich etwas einfallen lassen. Er hätte damit durchkommen können. Ich weiß nicht. Er hat zu viele Fehler gemacht. Er konnte nicht ahnen, dass die Baronin ihre Tür trotz der Müdigkeit von innen verschließen würde. Aber es war ein Risiko. Der Plan war zu kompliziert und er war schlampig ausgeführt. Sie sind aber ein gestrenger Richter, Herr Zellner. Er hätte sie auf dem Nebendeck erschießen und die Waffe in hohem Bogen ins Meer werfen sollen. Ohne Zeugen wäre ihm niemand auf die Schliche gekommen. Wie langweilig. Oder wenn es schon ein komplizierterer Plan sein muss, dann hätte er sorgsamer arbeiten müssen. Hätte alles bedenken müssen, hätte einen Plan B gebraucht. Vielleicht hatte er nicht genug Zeit. Ihm blieben nur Stunden, um den Mord vorzubereiten und durchzuführen. Trotzdem hätte er seine Spuren besser verwischen müssen. Das Tonband, der blutige Laborhandschuh, nichts davon hätte in der Krankenstation bleiben dürfen. Na, er muss es ja wissen. Glauben Sie, dass Dr. Gebhardt der Rabe war? War? Halten Sie ihn für tot? Im Brief klang es so, als habe er sich selber gerichtet. Dann ist das Ihre Antwort. Klingt das nach dem Raben, enttarnt zu werden, den einfachen Ausweg zu wählen? Meine Rede, der Rabe begeht keinen Mord, lässt sich erwischen und springt dann ins Meer. Sie wollen nicht, dass es vorbei ist, oder? Es ist meine Chance, etwas Großes zu tun. Sie darf nicht vorbei sein. Immerhin haben Sie den Mord an der Baronin aufgeklärt. Sie sind ein Held. Die Zeitungen sehen das anders und ich auch. Es fehlt noch etwas. Ich kann mehr erreichen. Vorsichtig, Herr Wachtmeister. Wer zu dicht an die Sonne fliegt, kann abstürzen. Ist das die Geschichte von Ikarus? Ehrlich gesagt, nein. Die Geschichte ist griechisch und wurde erst 1000 Jahre später aufgeschrieben. Ich hatte auf den dramatischen Effekt abgezielt. Oh, hat gut funktioniert. Der Rabe. Nehmen wir einmal an, der Dieb ist noch auf freiem Fuß. Wer ist er? Wenn das hier ein Roman wäre, dann wäre es derjenige, von dem man es am wenigsten erwartet. Soll das ein Geständnis sein, Lady Westmacott? Was wissen wir über den neuen Raben? Er ist ein Mann, der über Leichen geht. Muss es denn ein Mann sein? Und wer sagt uns, dass es nur eine Person ist? Es könnten mehrere Leute sein, die sich gemeinsam als Rabe ausgeben. Also wissen wir überhaupt nichts. Das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass er oder sie hinter dem Auge der Sphinx her ist und vermutlich hier zuschlagen wird. Vorausgesetzt, er oder sie hat sich noch nicht aus dem Staub gemacht. Mir entgleitet die Geschichte, Lady Westmacott. Bald kommt Inspektor Legrand und er wird mich ins Hotel schicken. Dann komme ich heute Abend zur Gala und werde die ganze Zeit hoffen, dass der Rabe den Überfall wagt. Denn schon morgen geht es für mich zurück in die Schweiz. Was wäre das für ein unbefriedigendes Ende der Geschichte? Es wäre kein triumphales Ende, aber auch nicht das schlechteste. Sie wären noch am Leben, Herr Wachtmeister. Oh ja, und die Gala, was ist damit? Werden Sie der Gala heute Abend beiwohnen, Lady Westmacott? Aber natürlich, die Kultur, die festliche Stimmung. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja doch noch zu einem spektakulären Überfall. Und Ihre Bootsfahrt? Das Schiff fährt erst morgen los. Und glauben Sie mir, für das hier würde ich die Fahrt auch ausfallen lassen. Wie immer, ein gleichsam unterhaltsames und erhellendes Gespräch, Lady Westmacott. Mir werden unsere kleinen Plaudereien fehlen, Wachtmeister Zellner. Machen Sie es gut.
Oh, jetzt ignoriert sie uns wieder. Na toll. So, gucken wir mal, Matt. Ahoi, Matt! Die Statue hat gesprochen! Die Statue hat gesprochen? Ja! Und was hat sie gesagt? Sie hat... Es war... Das ist aber ein schlimmes Wort. Ich weiß! Und auch nur ein englisches. Findest du es nicht seltsam, dass eine altägyptische Statue Englisch spricht? Findest du es nicht seltsam, dass die Statue überhaupt spricht? Das wäre mein nächster Einwand gewesen. Ah, natürlich, sprechende Statue. Und spricht die Statue jetzt gerade zu dir? Hältst du mich für bescheuert? Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur, vielleicht hast du viel bessere Ohren als ich, solche, die auch Statuen hören können. Du bist mir ein schöner Wachtmeister, Herr Zellner. Hier gibt es ein Rätsel und du machst dich nur darüber lustig. Du hast recht, es ist nur... naja. Glaubst du mir nicht? Ich glaube ihm mal. Wir beide können uns darauf einigen, dass eine steinerne Statue ohne Mund- und Stimmbänder nicht sprechen kann. Ja, darauf würde ich mich einlassen. Okay, das heißt, du hast etwas anderes gehört und wir müssen herausfinden, was oder wen. Roger. So, Nilkreuzfahrt. Ich bin fast ein wenig neidisch auf dich, mit dem Schiff den Nil hinaufzufahren. Das muss toll sein. Ja, kann schon sein. Du klingst nicht begeistert. Ich glaube, Mom hätte gerne, dass der Professor mitkommt. Und dir ist das nicht recht? Du kannst es mir erzählen. Was ist, wenn Mom diesen Professor heiratet und dann nicht mehr für die Lady arbeitet? Wir müssten dann in London leben und ich müsste auf eine andere Schule. Sag ihr, dass es dir nicht passt, oder hast du mal dabei an sie gedacht? Ach Mensch, ey. Ach Mensch, ich bin doch kein guter Erzieher. Ganz ehrlich, mir ist das eigentlich komplett Bums, was mit der Familie passiert. Kinder beeinflussen mache ich zwar gerne, aber jetzt moralisch... Dir gefällt dein Leben so, wie es ist, und nichts soll sich ändern, oder? Mhm. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es deiner Mutter auch gefällt? Es dreht sich nicht immer alles nur um dich, weißt du? Wenn man unglücklich ist, muss man etwas tun. Man muss dann auch mal etwas wagen. Und man kann dabei jede Unterstützung brauchen, die man kriegen kann. Meinst du, Mom ist unglücklich? Ich weiß es nicht. Was glaubst du? Ah, das müssen wir uns anschauen. Das Auge kommt. Oder die magische Kamera. Bald ist alles vorbei. Dann habe ich endlich Zeit für dich. Wir wollten gleich zurück ins Hotel. Mach nur. Und heute Abend bei der Gala zeige ich dir das Museum, ja? Und hast du dir schon Gedanken wegen der Kreuzfahrt gemacht? Nun, ich weiß nicht recht. Ach komm schon, Mom. Wer könnte uns mehr über Ägypten beibringen als Professor Lucien? Dann ist das abgemacht. Ich dachte, du hättest vielleicht etwas dagegen. Ach Mann, man muss auch mal was riskieren. Also, wer will ein Eis? Ich! Eigentlich schuldet Wachtmeister Zellner mir ja auch noch ein Eis. Aber wir schmuggeln uns einfach mal kurz drum rum. So, und wir gucken uns in der nächsten Folge das weitere an. Also bis später. Also bis gleich. Beziehungsweise einen Tag später.